Herzlich willkommen, liebe Freunde der Kunst. Heute wollen wir uns ein wenig mit Gottfried Honecker befassen, einem Schweizer Künstler, einer der sogenannten Zürcher Konkreten, mit dem ich eben ganz, ganz früh schon zu tun hatte. Ich habe ihn in den späten 80er Jahren kennengelernt und die erste Arbeit, einen seiner berühmten Tableau-Reliefs, in meiner Jubiläumsausstellung zum 10-jährigen Galeriejubiläum 1989 gezeigt. Diese Tableau-Reliefs weisen schon auf etwas, was später noch viel wichtiger vielleicht wird, nämlich dass das Bild nicht zweidimensional ist, Tableau-Relief, sondern eben dreidimensional wird, also in den Raum hineingeht. Er hatte damals ganz viele Flächen von Karton sozusagen auf die Leinwände aufgeklebt, meistens viereckige Flächen, rechteckige, ganz selten dreieckige, und er hat die dann übermalt und dadurch ist ein sehr interessanter Weg in den Raum entstanden. Mit Gottfried Honecker habe ich sehr viele Dialoge geführt, nicht immer im Konsens, aber in einem Punkt haben wir uns immer gefunden und immer getroffen, und da ging es um die Schönheit. Und um den Aspekt der Kunst, er hat ja immer von dem sozialen Auftrag der Kunst gesprochen, aber er hat es eben sozusagen die Demokratisierung der Kunst damit vorangetrieben, indem ein Bild nicht eine persönliche Tragik des Künstlers widerspiegelt, sondern neutral ist und mit dieser Neutralität eben jedem Einzelnen einen persönlichen Zugang in das Werk erlaubt. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Grund, der Punkt, der auch ganz viel mit der Kunst zu tun hat, die ich ja sehr persönlich so liebe, und da haben wir uns auch immer wieder getroffen. Nun ist Gottfried Honecker ja einer, der auf der einen Seite so richtig zu den Zürcher Konkreten, Jahrgang 1917, geboren, also etwas jünger als Max Bill, aber doch in diesem Geiste irgendwie groß geworden, zwar auf der einen Seite sehr streng und geometrisch arbeitet, seine wichtigsten sozusagen Formen sind Cercle et Carré, also Kreisform und rechter Winkel, komme ich gleich auch noch drauf, aber der auch wieder sehr romantisch schreibt, und in dem Zusammenhang haben wir eine ganze Reihe Bücher zusammen herausgegeben. Also 1989 zeigte ich die erste Arbeit von ihm, habe mich mehr und mehr das Werk verliebt und dann gleich 1990 eine erste Einzelausstellung gemacht in Bretzenheim. Und zwar, ich habe ihn erst in Paris besucht, in seinem Atelier, dann in Zürich. Und dann haben wir diese Ausstellung Cercle et Carré gemacht, zu dem natürlich, ihr wisst schon, der Verleger hat auch immer ein Buch dazu, eine Publikation hergestellt hat. Die ist jetzt nicht so dick geworden, weil es waren auch nur 7 Bilder in der Ausstellung, aber es war großartig, damals noch in Mainz-Bretzenheim hinter der Kapelle 54 in dem Backsteinhaus. Es sah wunderschön aus, diese monochromen Farbflächen, die zum Teil ja auch 2x2 Meter, also nicht so ganz klein waren, auf diesen roten oder auch zum Teil weißen Bildwänden zu sehen. Er hat diesem Katalog hat er was ganz Schönes gemacht, er hat nämlich eine erfundene Biografie sozusagen eingefügt. Er hat auch klare und deutliche Statements gebracht, und es gibt auch ein kleines Vorwort von mir. Und zwar, da diese Kreisform und rechter Winkel ja sozusagen das Grundthema seiner Arbeit ist und wir in der Ausstellung diesen schönen Zyklus, ich suche mal ein nettes Bild dazu, vielleicht nehmen wir das Gelbe, vielleicht sieht man das da am besten. Es ist also bei allen diesen Werken, seien sie nun schmal oder dick oder quadratisch, ist immer ein Kreissegment herausgeschnitten und das dann so versetzt wieder eingefügt worden ist. Und dazu kam mir dann ein schöner Text, den ich jetzt vorlesen möchte, damit er sozusagen komprimiert zu Ihnen kommt. Weil es mich an das Gastmahl von Platon erinnerte. So. Und zwar, weil es ja immer so aussieht bei diesen zwei Flächen, das eine rund, das andere eckig, als gehörten sie zusammen, aber wollten auseinander oder finden sich wieder oder verrücken sich oder so. Und da kam mir ein sehr netter Gedanke in den Weg. Bei diesem Zyklus sind die aus einem Rechteck als Konvex- und Konkavform entnommenen Teilstücke, anders als die Pariser Vorgänger, immer an ihren Schnittkanten wieder zusammengefügt, nur leicht verschoben. So als wollten sie auseinander, seien aber von einem inneren Bande gehalten
oder als wollten sie zueinander, aber als sei da ein Hindernis. Diese Feststellung lässt mich unmittelbar an einen Text von Platon aus dem 4. Jahrhundert vor Christus denken, das Gastmahl bei Agathon, wo Sokrates und die Zeitgenossen einer nach dem anderen angehalten sind, eine Lobrede auf den Gott Eros zu halten, so gut er es vermag. Als in der fröhlichen Runde schließlich das Wort an Aristophanes kommt, erklärt dieser folgendermaßen: Am Anfang gab es dreierlei Geschlechter von Menschen, das männliche, das weibliche und ein drittes, das diese beiden in sich vereinte. Sodann war die Gestalt eines Menschen noch ein Ganzes, und zwar rund. Rücken und Seiten schlossen sich ringsrum zu einem Kugelrumpf zusammen. Vier Arme hatten diese Wesen und ebenso viele Beine und zwei Gesichter auf kreisrundem Hals. Beide einander völlig gleich, aber nur einen einzigen Schädel. Sie waren von gewaltiger Kraft und Stärke und hatten verwegene Gedanken. Ja, sie wagten sich sogar an die Götter heran. Da hatte Zeus einen Einfall und er spricht: Jetzt will ich jeden von ihnen mitten in zwei schneiden. Da werden sie schwächer sein und zugleich desto nützlicher von uns, denn in der Zahl werden sie ja mehr sein. Da nun das ursprüngliche Wesen in zwei geschnitten war, sehnte sich ein jedes nach seiner anderen Hälfte und suchte sich mit ihr zu vereinigen. Jeder von uns ist demnach Teilstück eines Menschen, da wir zerschnitten sind. Und so ist denn auch jeder immerfort auf der Suche nach seinem Gegenstück. Und unsere ursprüngliche Natur, in der wir einst ein Ganzes waren, ist der Grund dafür. So heißt nun das Verlangen und das Streben nach der Ganzheit Eros. Schöne Geschichte dazu, oder? Was man so alles in gegenstandsloser Kunst finden kann. Wir haben dann einige Jahre später eine weitere Ausstellung gemacht, zu der ja auch dieses Stück hier gehört, dieses Artefakt. Und da haben wir uns dann ganz dezidiert mit der Bewegung in den Raum befasst. Inzwischen hat ja Gottfried Honecker auch sehr viele Skulpturen gemacht, da gibt es ganz wunderbare Elemente, aber auch diese Reliefs, die so irgendwie so ein Zwischenstück zwischen Skulptur und Bild und Relief sind. Man weiß eigentlich nicht so ganz, was es sind. Es sind jedenfalls Artefakte der verschiedenen Art. Und je mehr ich mich mit dem Werk von Honecker auseinandersetzte und so mehr ich da eindrang und so mehr wir Gespräche führten, ich habe ihn dann auch öfters besucht, 1990 hat er ja dann den Espace Culturel, der Art konkret in Südfrankreich in Moissatur eröffnet, wo er eben Ausstellungen der Sammlung von ihm und Sibylle Albers der Kunstöffentlichkeit vorgestellt hat. Ich war auch damals bei der Eröffnung dabei, Jack Lang war da und es war ein riesengroßes, wunderbares Fest. Im Anschluss auch daran habe ich dann immer wieder im Dialog mit ihm gestanden und habe immer wieder mit ihm auch Fragen der Kunst diskutiert. Und das führte schließlich zu einer Reihe von Büchern, die ich Ihnen jetzt auch noch vorstellen will. In dieser kleinen, gelben, von mir ja sehr geliebten Reihe erschien der erste Band »Kunst ist eine Frucht vom Baume der Erkenntnis«. Dort hat er so kleine Aufsätzchen, die sind meistens nur so, sagen wir mal, eine halbe Seite lang, über Kunst und Sponsoren, Kunst und Geld, Frauenkunst, Volkskunst, konkrete Kunst, über alle möglichen Kapitel und Fragen der Kunst, die man bedenken kann, geschrieben. Und manchmal liest man eins und dann denkt man, ach ja, so ist das. Manchmal liest man etwas und denkt, was? Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Also, man muss es auch nicht sozusagen von vorne nach hinten lesen, man kann auch immer nur so einsmal lesen, aber es ist eine sehr vergnügliche Lektüre. Und im Vorwort, da möchte ich jetzt auch noch ein kleines Stückchen lesen, weil da sehr viel klar wird über ihn, bei seinen, über seine Ideen. Der Künstler, wie gesagt, hat das soziale Engagement, dass er eben will, dass die Zeitgeschichte sichtbar wird und das, obwohl auf den Bildern ja eigentlich nicht so viel drauf ist. Er engagiert sich auch sehr viel für die Kinder, für die Jugendlichen, weil er sagt, man muss ganz, ganz früh anfangen, die Kinder das Sehen zu lernen, dann wird ihre Welt reicher und schöner. Der Künstler mit dieser Art sozialem Engagement malt Bilder und stellt Skulpturen her, die formal und inhaltlich nichts anderes als die Erfindungen des menschlichen Geistes zum Thema haben. Seine Kreis-, Quadrat- und Dreiecksegmente in verschiedenen Farben und Materialien stellen keinen sozialen Dialog her, wie beispielsweise ein Bild mit einer erzählenden Inhaltlichkeit. Der Espace de la Concrete, also in Südfrankreich, Moissatur, beherbergt ausschließlich Werke, die fundamentale Werte zum Inhalt haben, die Kategorien und Gesetzmäßigkeiten thematisieren
und das Ereignishafte ausgrenzen. Die Elementares ins Bild setzen, auf Beispielshaftes verzichten, zugunsten universaler Zusammenhänge. Das Absolute ist schön, denn es ist unbegrenzt und unendlich. Die Natur ist begrenzt, endlich, doch der Geist ist grenzenlos. Er kann weiterdenken, er kann erfinden, was es in der Natur nicht gibt. Ich glaube, das ist, beschreibt sehr gut sein Werk. Noch ein bisschen weiter, also zwischen 2000 und 2015 sind dann 5 Bücher mit ihm erschienen. Eins, was ich ja besonders mag, ist diese Band Erfundenes und Erlebtes, Briefe an. Da führt der Briefwechsel mit Künstler aus 500 Jahren, Erfundene zum Teil. Erlebte ist natürlich auch ein bisschen erfunden, weil die Künstler hat er zwar gekannt, aber die Briefwechsel sind erfunden. Dann hat er sich sehr engagiert. Es ist sozusagen ein Anti-Kitsch-Buch, das ist die Revolte des Kubismus, wo er unterscheidet, was Salonkunst ist und was die Kunstidee, die Erfindung der Kunst ist. Ganz schön auch die Reflexionen über Kunst, seine Statements. Und zuletzt, das war schon im Alter von 98 Jahren, also ein paar Monate vor seinem Tod, haben wir das Buch Der Viseur herausgebracht. Da hat ein Spiel erfunden, das aus einzelnen Elementen besteht, natürlich wieder aus Dreiecken, Kreisen, Quadraten. Und da hat dann die Kinder eingeladen, damit Werke zu schaffen. Und da sind ganz schöne Dinge dabei herausgekommen. Denn wenn man nicht abgelenkt ist von einem vordergründigen Inhalt, sondern nur Formen, Farben, Proportionen zueinander fügt, um ein harmonisches oder vielleicht auch verrücktes Ganzes zu schaffen, das fördert die Kreativität über spielerische Wege. Und wir hoffen, dass auch unsere Kunstwerke von Gottfried Honecker Ihnen den Weg weisen, öffnen, die Augen öffnen. Sie wissen ja, das Erkennen kommt über das Sehen. Wir wissen ja, die Weißseher, Vorherseher, Weissager. Und hier ist noch ein ganz schönes Beispiel auch zu sehen aus dieser Cercle et Carré-Geschichte. Das war die erste Radierung, die wir zusammen gemacht haben. Da sieht man es durch den farbigen Kontrast sehr schön, wie dieses Kreissegment herausgerutscht ist, aber doch irgendwie zusammengehört. Sie wissen die Geschichte mit Platon und so weiter. Und rechts und links haben wir eben eine ganz malerische Komponente von Gottfried Honecker, auch hier natürlich das Kreissegment irgendwie enthalten, aber sehr malerisch. Das waren die Editionen zu meinem letzten Buch mit ihm im Jahre 2015. Ich konnte jetzt so in der Kürze der Zeit nur ein paar Aspekte geben. Es gäbe viel, viel mehr über Honecker zu sagen, aber so können Sie doch die ersten Einblicke bekommen. Und wenn Sie mögen, kommen Sie in die Cadoro vorbei oder wir schicken Ihnen die ein oder anderen Bücher zu, dann können Sie noch ganz viel mehr erfahren. Vielen Dank.